Also, wie es in der Schule ist es grundsätzlich so auf das Schuljahr hin, dass die Schulbücher und alle anderen Mittel, die für die Schule braucht, werden in der obligatorischen Schulzeit nicht mehr von den Eltern oder von so jemandem finanziert wird, sondern wirklich von der Gemeinde oder von der Schulgemeinde übernommen werden. Das hat sich dahingehend verändert, dass wir Lehrpersonen jetzt im Schulzimmer Leimstifte, Scheren, Bleistift, Geodreieck und so weiter haben, die wir den Schüler und Schülerinnen können zur Verfügung stellen können. Und somit soll euch beispielsweise Herbstwanderungen, Schulreisen und so weiter sind jetzt unentgeltlich. Das heisst, es wird eigentlich von der Gemeinde mit einem Sockelbeitrag übernommen. Die Eltern werden dahingehend für die Schule eigentlich nicht mehr zahlen, außer den Schülerinnen und Schülern einen Rucksack und ein Etui mitgeben.